Die bewusste Rubinhalskette war ein Familienerbstück der Familie X. Viele Generationen von edlen Damen dieses Adelshauses trugen sie als Glanzstück ihrer Garderobe zu bedeutenden Anlässen, so auch die Baronin. Bis sie dann, vor einigen Jahren, ganz plötzlich verschwand. Die Halskette natürlich, nicht die Baronin. Ganz zufällig war ich damals auf Besuch bei einer meiner entfernten Verwandten und da diese zu einem gesellschaftlichen Anlass bei der Baronin eingeladen war, erfuhr ich die außergewöhnliche Gnade, sie dorthin begleiten zu dürfen. Ich könnte Ihnen jetzt lang und breit diesen wundervollen Abend auf Schloss X beschreiben. Die hochgestellten Persönlichkeiten nennen, denen ich vorgestellt wurde, das erstklassige Menü, die süffigen Weine, die zauberhafte Musik. Aber das würde zu weit führen. Eines, besser gesagt einen, darf ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Und das ist der Butler der Baronin. Dieser Butler, mein Gott, was für ein Mann, was für eine Statur und was für Augen. Also, dieser Butler benahm sich überaus verdächtig jedes Mal, wenn ich ihm im Schloss begegnete. Als ob er gar kein Butler wäre. Wenn im Festsaal getanzt wurde, da stand er hinter einem Vorhang verborgen in einer Fensternische und schaute den Damen ins Dekolleté, also in den Ausschnitt. Bei mir konnte er leider nicht viel sehen. Bei der Baronin umso mehr. Auch die Rubinhalskette in ihrer vollen Pracht. Er konnte seine Augen gar nicht davon loslösen. Und ich meine Augen nicht von ihm. Aber das ist ja kein Verbrechen. Nach dem Tanz gingen alle zum Diner, zum Nachtmahl, um genau zu sein. Und in dem langen Speisesaal, da strich dieser Butler, mein Gott, was für ein Mann, was für eine Statur und was für Augen, dunkel und strahlend, die Seele jeder Frau durchdringend. Also, der Butler strich so um jede Frau herum, besonders aber um die Baronin. Nun ja, schließlich war sie ja seine Dienstgeberin und er musste ihre Anweisungen befolgen. Ah, würde er doch nur mal meine befolgen müssen. Und da steht er doch ganz plötzlich hier vor mir an meinem Tisch. Madame, es ist mir eine große Ehre, Sie heute hier zu treffen. Mein Gott, ich bin betroffen. Wo kommt der denn plötzlich her? Monsieur, haben Sie den Dienst bei Baronin X aufgegeben? Non, Madame. Wie Madame sich vielleicht noch erinnern können, wurde ich wegen einem falschen Verdacht unehrenhaft entlassen. Und wie kommen Sie jetzt hierher? Ich folge Madame auf Ihre Spuren. Sie taten was? Ich folge Madame auf ihre Spuren. Ich hinterließ aber keine Spuren. Himmel, nochmal, mir ist ganz schwach zumute. Mein Gott, was für ein Mann, was für eine Statur und was für Augen. Madame reist zwar sehr plötzlich aus Frankreich ab, aber ich habe gute Verbindung, mir schnell zeigen gute Verbindung, ihr Herr. Und was wollen Sie von mir? Wenn er doch nur nicht so gut aussehen würde, dieser Ex-Butler. Ich möchte inniskille Hilfe von Madame. Das ist Erpressung. Ist nicht Erpressung, ist Unterstützung vom Mensch, der wegen Sie verlor die Post. die Post, die verliert immer zu Sachen. Ich habe damit nichts zu tun. Oh la la, Sie haben gerade zu all diese Leute gesprochen über meinen Fall. Bis Sie plötzlich aufgetaucht sind, kannte Sie hier niemand. Und kein Mensch wusste etwas von diesem Fall. Oh, ich würde zu gerne mal bei einem Tête-à-Tête mit ihm reden. Könnten wir das nicht unter vier Augen ausmachen? Hier ist meine Visitenkarte. Kommen Sie morgen um 3 Uhr Nachmittag in meine Wohnung an diese Adresse. Dann besprechen wir die Angelegenheit. Ich komme todsicher, Madame. Au revoir. Ademain.